Herzlich willkommen auf meinem Kanal und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, fragst du dich sicherlich, was wir jetzt hier bei Sonnenuntergang machen? Frage ich mich auch, aber wir wollten halt unbedingt diese Burg noch mitnehmen. Da oben steht sie. Jetzt sieht man sie nicht mehr, weil sie hinter dem Baum steht. Aber um diese wird es gehen. Ich würde sagen, wenn du das nicht verpassen möchtest, dann lehn dich jetzt zurück, entspann dich und genieß dieses Video. Man kennt es ja mittlerweile nicht mehr anders. Handelt sich mal wieder um eine Höhenburg. Wir wandern mal wieder auf einen tollen Berg hoch. Es ist halt, im Prinzip kann ich mir den Einstieg sparen. Wir laufen halt immer gegen die Wand. Ne? Also, jetzt nicht so, ich meine Berg hoch halt. Ne? Ja, scheinbar. Alter. Ah, der ist noch ein bisschen steiler als der andere. Da kannst du dir ein paar Schmetterlingsflügel auf den Rücken zaubern. Ja. Oh Gott. Digga. Da ist die Pumpe aber schon am Wirken, ne? Da merkt man mal wieder, dass man noch ein Herz hat. Bisschen Spaß muss sein. Die Zeit arbeitet gegen uns. Die Sonne ist nicht mehr so hoch. Aber das Objekt wollte ich gerne noch mitnehmen. Wir müssen das schaffen. Weiter geht's. Aber es ist wirklich so, wir haben während der gesamten Aufnahmen jetzt, es sind ja immer mehrere Burgen hintereinander, die wir hier aufnehmen, hatten wir permanent gutes Wetter. Auch dieses Mal mit Sonnenuntergang, perfektes Wetter, besser geht's gar nicht. Temperatur ist auch noch ganz angenehm. Ja, Burg kommt auch immer näher. Läuft doch. So, lange dauert es nicht mehr. Gleich sind wir da. Und ich würde sagen, bevor wir mit unserem Rundgang starten, würde ich dir jetzt erstmal die Geschichte hinter dieser Burg erzählen. Burg Desenberg. Sie liegt auf dem gleichnamigen Berg, dem Desenberg, in der Nähe der Stadt Warburg. Die Burg wurde wahrscheinlich im 11. Jahrhundert von den Grafen von Northeim erbaut. Sie gelangte dann durch Erbschaft an Heinrich den Löwen, der seinerzeit Herzog von Sachsen und Bayern gewesen ist. Dieser übergab wiederum die Burg an seinen Gefolgsmann Wittekind II. Von Schwalenberg. Er und sein Bruder waren als sehr fehdefreudig bekannt, worunter die Menschen in deren Herrschaftsgebiet und darüber hinaus sehr leiden mussten. Er war zum Vogt von Höxter ernannt worden, was er 1152 niederbrannte. Von der Burg aus folgten weitere Angriffe, darunter unter anderem auf das Kloster Corvey, und er erschlug dabei sogar den Stadtgrafen Dietrich von Höxter. Im Mai 1157 hielt Heinrich der Löwe durch Veranlassung des Kaisers über Wittekind Gericht. Er wurde dabei verpflichtet, Schadensersatz zu zahlen, und sein Lehen, unter anderem auch die Burg Desenberg, wurden ihm entzogen. Und darüber hinaus wurde er dann in das Gebiet links des Rheins verbannt. Dies alles beeindruckte Wittekind aber nicht. Er blieb auf der Burg und besuchte aus Trotz die Hoftage von Heinrich dem Löwen. 1168 belagerte Heinrich dann die Burg Desenberg, um Wittekind dort zu vertreiben. Die Belagerung hatte Heinrich erst für sich entschieden, nachdem ein Tunnel gegraben wurde und er den Brunnen der Burg verstopfen ließ,
Und letztendlich gaben die Schwalenberger auf. Nach der Reichsacht über Heinrich den Löwen 1180 belagerte der Erzbischof von Köln im Jahre 1181 die Burg und nahm sie ein. Anschließend war sie vorübergehend im Besitz der Stauferkönige Friedrich I. und Heinrich VI., gelangte aber um 1200 an die Welfen zurück. Der Abt Widukind von Corvey und der Paderborner Bischof waren damit nicht einverstanden und planten die Burg zu erobern und vollständig zu zerstören. Laut einer Urkunde aus dem Jahr 1206 gelang ihnen das aber nur teilweise und die Burg wurde wohl kurz darauf wieder erbaut und von Alexander von Desenberg verwaltet. Ab ca. 1256 war die Burg an die Familie von Spiegel verlehnt. Der Sage nach sollte ein tapferer Sachse einen auf dem Berg lebenden Drachen durch das Spiegelbild in seinem Schild erschrecken und töten können. Eventuell zeigt deswegen das Wappen derer von Spiegel, die den Berg und die Burgruine bis heute besitzen, drei Spiegel. Nach einigen weiteren Auseinandersetzungen im Laufe der Jahrhunderte verließen Mitte des 16. Jahrhunderts die Herren von Spiegel den Desenberg und bezogen Rittersitze in der Nähe der Burg. Ab diesem Zeitpunkt verfiel die Burg zu einer Ruine. Ich hoffe, die Geschichte hat dir gefallen. Und ja, wenn nicht, lass es mich gerne in den Kommentaren wissen, damit ich meine Videos verbessern kann. Jetzt bin ich anscheinend auch schon wieder hier auf einem wichtigen Pfad unterwegs. Denn das hier ist der Zugang zu der Burg, die sich hier oben befindet. Und ich habe jetzt gerade mal hier so ein bisschen runtergeguckt, weil es mir so scheint, als ob die Burg selber tatsächlich nicht mehr so wirklich vorhanden ist oder nicht mehr so viel vorhanden davon ist, bis auf die Kernburg. Also so sieht es zumindest aus von hier unten. Und da sieht man noch ganz deutlich, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber da drin sind auf jeden Fall Steine. Also es sind nicht nur Steine, die aus dem Fels rausgekloppt wurden und dann hier irgendwie so runtergefallen sind, sondern das sind in Form gehauene Steine. Und dementsprechend glaube ich, dass hier unten auch schon eine Mauer gewesen ist. Entweder hier unten oder die Mauer war ursprünglich mal hier oben und das Ganze ist dann gekippt. Scheint mir auf jeden Fall so, weil irgendwo muss ja auch die Vorburg gewesen sein von der eigentlichen Burg. Aber die Anhöhe, die ist halt schon extrem, ne? Also sehr schwer vorzustellen, dass hier irgendwas mal gewesen sein könnte. Hier geht es die ganze Zeit straight bergauf. Ich kann mal die Kamera, halte ich jetzt mal gerade. Sieht man das, dass es die ganze Zeit berghoch geht. Hier genauso. Aber hier sieht man auch wieder, dass hier ein Plateau ist. Kann auch sein, dass die Vorburg dort gewesen ist. Und dass hier alles das Areal davon gewesen ist. Naja, müssen wir uns ein bisschen beeilen. Wird immer dunkler. Ich hoffe mal, ihr seht das noch alle. Ansonsten wird es Zeit für die Taschenlampe. Herrlich. Das ist herrlich. Sonnenuntergang und eine Burgbesichtigung. Das ist herrlich. Besser geht's gar nicht. Hier sieht man auch wieder Steine, aber das sind naturbelassene Steine. Also nicht, dass hier irgendwas in Form gekloppt wurde. Hier sieht man wieder, dass hier mal was gewesen ist. Hier an dieser Stelle, obwohl, ja, hier ist ein Stein, da auch. Vielleicht war hier mal so dieses Haupttor gewesen. Man kam dann hier dann in das Areal rein. Schaut euch diesen Platz hier mal an. Hier ist nämlich genauso. Es sind auch Steine, die in Form gehauen sind. Und der Platz hier passt natürlich auch wieder perfekt zu sowas, ne? Dass hier eventuell an dieser Stelle denn das Haupttor gewesen ist und dann die äußere Ringmauer oder aber die natürliche Anhöhe genutzt wurde. Und man jetzt hier in der Vorburg war. Weil wie bitteschön sollte man auch sonst die Vorburg hier unten irgendwie gliedern. Ne? Natürlich war das auch irgendwie möglich, dass man das ganze Areal oder teilweise wurden ja auch Dörfer als Vorburg genutzt.
Aber hier jetzt, na, schwer vorzustellen, ne? Und hier passen ja doch vielleicht so ein, zwei Gebäude, passen hier vielleicht doch hin. Ja, ich habe jetzt leider keinen Lageplan gefunden, aber dafür vielleicht eine Zeichnung bzw. eine Rekonstruktion, wie das Ganze mal ausgesehen haben könnte. Diese Zeichnung hier oder dieses 3D-Objekt, guckt ihr euch jetzt mal genauer an, prägt euch das ein. Seht ihr diese kleinen zwei Türme da unten? Das hier ist ein Turm davon. Das heißt, das hier war der Zugang zur eigentlichen Kernburg. Das hier alles war Vorburg gewesen. Und hier macht das Ganze so einen Knick. Und das hier ist der Bereich, wo dieses Torhaus stand. Das hier müsste da in diesem Bereich sein, auf dieser Freifläche, wo wir auch vorhin standen und wo ich ein Tor vermutet habe. Ich wusste jetzt natürlich nicht, dass das, ja, das Tor quasi nahe der Vorburg ist, also beziehungsweise das war jetzt der Zwinger hier. Das hier ist der Zwingerbereich gewesen, Richtung Kernburg. Kann man sich auch ganz gut vorstellen, dass hier bei diesen Gebäuden, das hier könnte vielleicht ein Wohngebäude gewesen sein. Man sieht das auch ganz schön hier, dass diese Seite hier, also diese Ecke, wunderschön mit diesen Steinen ausgearbeitet wurde. Und hier vielleicht dann auch ein Wohnturm oder ein Wohngebäude mal gestanden haben könnte. Kann natürlich auch sein, dass das einfach nur ein riesen Torturm war. Aber ich glaube eher, dass wenn das hier ein Tor gewesen ist mit diesen zwei Türmchen, dann hat man da drin sicherlich auch gelebt. Also ich glaube, dass man da drin gelebt haben könnte. Na, schauen wir mal, was uns so erwartet. Hier aber auch ganz gut zu sehen, dass hier definitiv mal was dran gewesen ist. Also passt das vielleicht doch ganz gut mit dieser Zeichnung, dass hier dieser viereckige Torbau gewesen ist, der dann weiter auf diese Seite hier ging. Und vielleicht auch deswegen jetzt hier diese Erhöhung, weil da halt jede Menge Schutt drunter ist, ne? Ja, diese Burg, die wurde ja auch des Öfteren mal zerstört. Und vielleicht ist die dann im letzten Moment so verfallen, dass sie halt jetzt darunter verdeckt ist, ne? Hier auch überall. Ist noch überall Steine. Naja, interessant. Jetzt sind wir hier in dem Bereich des Bergfrieds. Der ist bestimmt heute auch wieder, ja, eine Aussichtsplattform, die man noch begehen kann. Aber hier generell jetzt überall mal Gebäude gewesen sind. Also jetzt hier sieht man ganz schön, dass das hier so umlaufend gewesen ist. Hier so ein viereckiger Baustand. Hier das Tor irgendwann mal gewesen ist. Bis zu der Kante da, wo jetzt gerade eben Lara sitzt oder vorsitzt. Da ist auch nochmal ein Mauerrest. Das heißt, das war hier so umlaufend. Und hier schloss sich das Ganze denn. Ja, hier sieht man es auch überall. Hier sind überall Steine, die den Weg hier pflastern. Hier kommen wir dann zum Außenbereich. Also es ist auf jeden Fall anders aufgebaut mal wieder. So wie viele Burgen ja verschieden aufgebaut waren, so war diese jetzt hier auch anders aufgebaut. Man sieht jetzt hier, wenn man hier jetzt den Torbereich hatte, den hier, sind wir hier reingekommen und befinden uns jetzt hier, da wo mein Daumen gerade ist. An dem Bereich, hier genau da, wo der Knick ist, da sind wir jetzt gerade. Ich glaube aber, ich blende euch einfach dieses Bild ein und dann kann man sich das auch besser vorstellen. Und vielleicht lege ich noch eine Animation rüber oder sowas, dass man genau weiß, wo man jetzt gerade ist. Genau hier an der Ecke befinden wir uns. Hier der Torturm oder beziehungsweise Torturm Wohngebäude Hybrid. Da oben sieht man auch noch, dass da mal ein Fenster drin gewesen ist. Also passt das vielleicht auch ganz gut mit der Zeichnung.
hier ging das Ganze dann weiter ums Eck und schloss sich dann hinten, wo jetzt der wunderbare Sonnenuntergang ist, hinter dem Bergfried. Ja, hier wieder der Bergfried. Vielleicht eine Wandstärke von 2,50 Meter. Seht ihr jetzt gleich aber auch. Und da wisst ihr mittlerweile auch, dass der keinen ebenerdigen Zugang hatte eigentlich. Hier sieht man, dass hier eigentlich mal der Boden drin gewesen ist. Und da, wo ich jetzt gerade herkomme, da war eigentlich nie etwas gewesen. Oder im schlimmsten Fall war da eben ein Verlies gewesen. So, hier haben wir dann auch Schießscharten. Hier haben wir dann auch einen Balken drin. Also irgendeine Holzkonstruktion war hier mal drauf gewesen. Da ist die Lara wieder unterwegs, gerade runtergeflogen ist. Und hier glaube ich, dass hier irgendwann mal der eigentliche Zugang gewesen ist. Na, das hat man jetzt hier alles zugemacht, so dass man hier auch gefahrlos drauf stehen kann. Aber eigentlich war der Zugang ja immer so 10 Meter Höhe. Hier sieht man aber ganz gut, wie dick diese Mauer gewesen ist. Also zumindest hier. Ich gehe, wie gesagt, davon aus, dass das ungefähr so 2 Meter gewesen sind. So, der Bereich sieht hier aus wie ein ganz normaler, ja, Gebäudebereich, aber laut Zeichnung, wenn ich das richtig sehe, sollte das eigentlich einfach nur Mauer sein. Und da in diesem Bereich, ab dieser Stelle, sollte dann eigentlich dieses Wohngebäude vielleicht anfangen, beziehungsweise der Palas, der hier vielleicht irgendwann mal gestanden hat. Nur merkwürdig ist halt, dass hier diese Fenster auch ganz normal sind. Na, man sieht jetzt leider nicht mehr so viel. Hier noch ein kleiner Rest von irgendwas. Sieht man jetzt auch ganz schlecht. Aber ich glaube nicht, dass das hier einfach nur eine Mauer gewesen ist, sondern dass hier auch schon ein Gebäude gewesen ist. Ja, können wir noch mal kurz auf die andere Seite gucken. Wie gesagt, hier war dann der Torbereich und hier war dann auch noch mal die andere Seite, also laut 3D-Rekonstruktion. Hat man ja gesehen, dass das irgendwie ebenfalls ein Wohngebäude gewesen ist. Wir können da mal kurz runter gucken. Also ich will gar nicht wissen, wie viel Schutt hier eigentlich drunter liegt, weil eigentlich ist es ja alles ebenerdig. Und jetzt sind hier selber schon riesen Hügel drin. Also von daher kann man sich ganz gut vorstellen, wie viel Material hier drunter liegen muss an Gestein und allem das, was halt hier zurückgelassen wurde. Hier hat man jetzt nur noch einen kleinen Rest eines Gewölbes und mehr ist halt hier nicht mehr zu sehen. Auch hier so eine Nischen, die hatten bestimmt mal irgendwie eine Aufgabe oder es ist Zufall, dass hier genau so eine Nische drin ist. Es ist halt jetzt gar nichts mehr zu sehen, ne? Ist alles verfallen hier. Man sieht es, dass hier irgendwann mal die Mauer zu Ende war. Na, hier sieht man eine saubere Abschlusskante, dass hier mal ein Gebäude stand und hier quasi angeheftet war. Hallo, was machen Sie denn hier? Wer ist der Hund? Ich weiß nicht. Oh, der hat wieder eine Popelnase. Was denn? Okay, ich lasse ihn hier in Ruhe. Ist ja gut, ey. Hier habe ich jetzt gerade noch was entdeckt. Das hier, was so unscheinbar aussieht,
aber hier irgendwann mal montiert wurde. Das sind die Reste einer, so denke ich, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, einer Grabplatte. Also wahrscheinlich muss es ja hier irgendwie auch mal eine Krypta gehabt haben, dass es hier auch sowas gab wie ein Grab, wovon das noch die Grabplatte ist. Naja, und hier an diesem Bergfried sieht man, hier unten wurde mit Backstein wieder aufgemauert und hier sind auch überall so Steine drin, wie zum Beispiel hier besteigbar gemacht 1990. Also wahrscheinlich war das hier auch alles mal gar nicht mehr so vorhanden. Das hat man dann irgendwann wieder aufgemauert, damit man das überhaupt wieder, ja, sich so vorstellen konnte. Vielleicht war das aber auch hier nur rausgebrochen, weil das hier sieht auf jeden Fall alt aus, dieser Teil hier. Ja, wenn ihr euch das mal anguckt, hier hat man dann diese Backsteine eingebaut und hier dazwischen der Mörtel, der ist viel heller. Und das hier sieht viel älter aus. Da sieht man noch so einen Riss, der hier durchgeht. Wahrscheinlich war das so gewesen, dass der halbe Bergfried hier noch irgendwie stand und man das dann irgendwann wieder komplettiert hat. So viel kann ich zumindest sagen, auch wenn hier nicht mehr so viel zu sehen ist. Ein weiteres Indiz hier, wenn man sich das hier mal anguckt, hier war ja ein Gebäude gewesen. Also, großer Erdhaufen, der jetzt hier liegt. Also, ne, hier sind wahrscheinlich die Trümmerteile von diesem Gebäude, weil die Mauer zur Seite geklappt ist, vermutlich dann auch den Bergfried mitgenommen hat. Und hier, das Gebäude, das ging ja hier ums Eck. Deswegen auch hier dieser Schutthaufen, der hier so ums Eck geht. Ja, das ist das Einzige, was ich hier erzählen kann und was ich mutmaßen kann. Wahrscheinlich war das dann hier, ja, der Palas gewesen, das größte Gebäude, und das hier Torturm und Wohngebäude. Ja? Oh, da waren wir gerade noch. So weit sind wir gefahren. Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt, aber da hinten, da ist so ein kleiner Berg. Da waren wir auch schon gewesen. Vielleicht habt ihr das Video schon gesehen. Vielleicht habe ich es aber auch noch gar nicht veröffentlicht. Vielleicht bin ich ja auch Manuel Neuer. Ja, laut Plan soll wohl hier auch noch ein Gebäude drauf gestanden haben. Konnte ich jetzt gerade nicht so machen, weil hier jetzt gerade eben noch Leute saßen. Also habe ich mir das geschenkt. Aber hier sieht man es auch ganz schön. Hier ist halt so ein ebenerdiger Platz vor der Burg. Passt halt wunderbar irgendwie ein Gebäude hin, was auch zur Vorburg passt, ne? Vielleicht irgendwie Schmied, Stallgebäude, Wirtschaftsgebäude oder eine Kapelle oder sowas, die hier noch mit drauf war. Na, hier hat man auf jeden Fall genug Platz. Naja, gut. Wer auf jeden Fall mal hierher kommen will und den Sonnenuntergang genießen möchte, der kann das hier tun. Weil da geht die Sonne unter. Hier sind extra sogar Bänke. Also, auf! In diesem Sinne würde ich jetzt auch sagen, sind wir am Ende des Videos angekommen. Ja, wenn dir das Video gefallen haben sollte, auch wenn es vielleicht ein bisschen kürzer gewesen ist als die anderen, dann lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Lass auch gerne ein Like da für den Algorithmus. Und vielleicht habe ich dich ja überzeugt zu einem kostenlosen Abo. Würde mich natürlich auch freuen. Und aktiviere auch gleichzeitig die Glocke, dann verpasst du auch kein einziges Video mehr von mir. Was natürlich auch jede Woche kommen wird. Na, jede Woche ein neues Video, dementsprechend verpasst es einfach nicht. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, Leo freut sich auch jetzt langsam, dass es zurückgeht. Und ich sage jetzt mal Tschüss, bis bald, Sifa, und bis zum nächsten Mal.